So bescheuert, ey. Hallo Leute, mein Name ist Scaramucci, Kaschrei kennt mich. Das ist Donix.de. Konnichiwa, Bitches. Und heute machen wir, was schon sehr oft auf YouTube gibt, eine Lachwitz-Challenge. Was passt am besten dazu? Eine Flasche Wasser. Unser bezaubernder Moderator, der Erdnusstempler. Ich folter die beiden, weil ich sonst keine Hobbys habe. Yay! So. Wir machen erstmal die Münder. Ey, du spielst dich mit. Wie schaut's jetzt schon mal um? Alles klar. Beide Münder sind voll. Gott sei Dank hab ich was Gescheites. Ah, okay. Lachwitz Nummer 1. Ich hab nicht mal angefangen. Wie bringt man eine Katze zum Wellen? Man kippt Benzin drüber, zündet es an. Wuff! Was haben wir hier? Einen Klassiker. Was ist denn der große Unterschied zwischen Chinesen und Japanern? Chinesen lächeln, Japaner strahlen. Habt ihr beiden Schluck drin? Mhm. Gut, das steht jetzt nicht da, weil da ihr schon mal Wasser im Mund habt, fällt mir was ein. Apropos Wasser, was liegt eigentlich auf dem Grund eines Swimmingpools und ist grün? Ein Kleinkind mit geplatzten Schwimmflügeln. Osama Bin Laden und George W. Bush, die spielen Schach. Wer gewinnt? Osama Bin Laden. Denn dem Bush, dem fehlen ja zwei Türme. Oh Mann. Also wenn ihr sowas auch mal macht, macht's ohne Kohlensäure, das ist voll ekelhaft. Ich will auch mit dem Bier mitmachen. Ich verreck hier auch gleich. Also gut, auf St. Pauli wurde letztens ein Sarg gefunden. Er konnte aber nicht geöffnet werden, weil ein Zuhälter drin war. Ich war recki. Oh fuck, war der stumpf. Ich bin halt besoffen, beide sind schon feucht. Wunderbar. Alles klar. Was ist der Unterschied zwischen Milchreis und einem Epileptiker? Der eine ist mit Zimt und Zucker, der andere liegt im Zimmer und zuckt. Oh Mann. Die Nachbarn gucken schon, hallo. Guten Tag. YouTube, wir machen dafür Geld. Mein Geld ist hippig und schon betäubt wie der scheiß Kohlensäure. Was ist 10 Meter lang, hat nur einen Zahn und riecht nach Urin? Eine Polonaise im Altersheim. Der Sprudeljodler. Was ist schlimmer als 10 Kinder in einem Mülleimer? Ein Kind in 10 Mülleimern. Kommt ein Buckliger zum Bäcker, sagt, ich hätte gerne ein Brot. Darauf der Bäcker, schluck doch erstmal das alte herunter. Da wollte ich meiner kleinen Schwester mal eine Freude machen und habe ihr ein Trampolin gekauft. Nur was macht die blöde Kuh? Sitzt im Rollstuhl daneben und heult. Was haben Eltern und Pizza gemeinsam? Sind sie schwarz, hast du nichts zu essen. Charles.
Also duschen brauche ich heute Spiel nicht mehr. Ich schon, ich hab deinen Sabber überall. Grüß Gott. Oh, ein Glatzkopfwitz. Warum sitzen bei einem Behindertenkonzert die Glatzköpfe immer in der ersten Reihe? Damit die Einarmigen in der zweiten Reihe auch mal was zum Klatschen haben. Warum haben Glatzköpfe Löcher in der Hosentasche? Damit sie sich auch mal durch die Haare fahren können. Meine Frau hat sich gestern bei einer Unfall... Mahlzeit. Brot dazu. Meine Frau hat sich gestern bei einem Unfall beide Beine gebrochen. Oh Gott, die Arme. Nein, die Beine. Was ist eine Schnecke, bevor sie gegessen wird? Völlig aus dem Häuschen. Hahaha. Müssen wir saufen? Ah, muss ich auch mal machen. Ah, scheiße, ich hab's geschluckt. Du Schatzi, weshalb hast du das Kinderbett so hochgebaut? So können wir besser hören, wenn das Kindchen aus dem Bett fällt. Ich hab schon den nächsten bösen Witz. Es ist interessant, wie scheiße das Bier schmeckt. Es ist interessant, wie in den verschiedenen Sprachen der Welt man für Hunde andere Laute macht. In den USA macht der Hund Wuff Wuff. In Deutschland Wau Wau. In Tschechien Haff Haff. Und in China Brutzel Brutzel. Was ist klein, braun und riecht nach Karamell? Ein Zuckerkranker, der vom Blitz getroffen wurde. Ich hab meine Sauber nicht mehr unter Kontrolle. Mami, dürfen wir jetzt gleich mit Oma spielen? Nein, Kinder, der Sarg bleibt heute zu. Fritzchen sagt zum Freund, mein Opa ist verstorben. Der Freund fragt, warum das denn? Tja, er hat sich mit dem Hammer auf den Daumen gehauen. Aber daran stirbt man doch nicht. Ich weiß, aber als er nicht aufhören wollte zu schreien, mussten wir ihn erschießen. Jetzt bin ich auch nass. Mann. Du Wichser! Alter! Komm her! Ach du Scheiße! Ja, guck. Na, was du an? Ein Popel! Das war's im Video. Wir sind feucht durch und durch. Da liegt ein Popel auf dem Boden. Alter, du hast mir ein Popel aufgeschaut. Weiß nicht, ob man das sieht. Das können die ruhig sehen. Der Sascha hat mir ein Popel aufs Shirt geschissen. Thorsten, möchtest du noch was sagen? Ich könnte noch ein Bier vertragen. Ich jetzt auch. Ja, also. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was man nicht alles für Geld macht. Ja, das ist ziemlich viel Verschwendung, aber ist mir scheißegal. Das hier ist alles nass. Und verpogelt.